mal. Fuck, ist das ein Ausblick von da oben. Die Glocke und damit gegrüßt in diesem Video wird die Person Simoko 44 oder 44. Yeah. Simoko, danke, dass du die Glocke aktiviert hast und danke für deinen Support. Um im Video gegrüßt zu werden, müsst ihr den Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, einen Haken hinterlassen und speichern. Danach kommentiert ihr mit Hashtag Glocke aktiv und schon werdet ihr vielleicht im nächsten Video gegrüßt. Ja, meine Freunde, ich begrüße euch heute zu einem neuen Video. Und zwar, ihr werdet es alle vielleicht wissen oder auch nicht. Mein beliebtestes Video ist eine Versuch nicht zu wegschauen. Nee. Ich habe schon mal versucht, nicht wegzuschauen, Videos gemacht. Ich habe es aber jetzt schon ein halbes Jahr nicht mehr oder so gemacht. Irgendwie habe ich wieder Bock drauf, deswegen schauen wir uns jetzt ein richtig heftiges Video an. Und zwar eine Höhenedition. Also die Edition ist schon heftig, wie der Name alleine schon sagt. Und ja, ich will keine Zeit verlieren, deswegen starten wir gleich mit dem Video. Ich hoffe, ihr müsst nicht wegschauen, genauso wie ich. Und ja. Okay, oh. Der Kran ist hoch, Mann. Ich hoffe jetzt, dass nur nichts runterfliegt oder so, also kein Mensch, weil sonst wird es wirklich heftig. Aber ich habe da schon was im Pre-Intro geahnt, was auf uns zukommen wird. So, ein... Ach du Scheiße, hör doch auf mit der Scheiße. Genau sowas meine ich. Fuck. Okay, das geht noch, das geht. Fuck, habt ihr gesehen am Schluss? Er wollte fast runterspringen, aber er hat nur angetäuscht. So dass man denkt, er springt runter, aber er hat es dann doch nicht getan. Ach du Scheiße, ein Hai! Fuck! Jetzt mal no joke, der Typ hatte richtig Glück, dass der Hai nicht aggressiv war oder Hunger hatte und ihn angeknabbert hat oder so, sag ich jetzt einfach mal. Fuck, ist das ein Ausblick von da oben. Ach du Scheiße! Der Typ ist fast runtergeflogen. Boah, das ist wirklich krank gewesen gerade eben. Der Typ mit dem Fahrrad, ihn fetzt fast hin und fliegt da noch runter. Okay, ihn hat ihn gefetzt, aber er wäre fast runtergeflogen. Boah, die Höhe ist schon krass. Sogar die Wolken, die sind mitten in den Wolken. Seht ihr das, Freunde? Die sind mitten in den Wolken. Sowas würde ich niemals im Leben machen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe sogar Höhenangst. Also ist das für mich doppelte Bestrafung. Aber naja, wenn man es nur anschaut, dann geht es einigermaßen noch. Boah, fuck. Habt ihr gesehen, neben dem Podest, vielleicht, keine Ahnung, einen Meter nebendran ist er ins Wasser gesprungen. Das ist wirklich nicht für schwache Nerven. Sagt bloß, die geht jetzt ohne Absicherung darunter. Ach du Scheiße, nur mit einem Arm befestigt. Da sieht man mal, was die Leute alles für Klicks machen. Krank. Oder für den Kick, Adrenalinkick kann ja auch sein. Muss ja nicht unbedingt sein, dass die Klicks abstauben wollen. Boah. Das Ding kann man doch nicht mal richtig lenken und der macht da durch so ein kleines Löchchen in riesen Fels, sag ich jetzt mal, so eine riesige Flugsturzeinlage. Einfach zu krass. So, das haben wir schon im Pre-Intro gesehen. Einfach zu heftig, Freunde. Der Typ ist ja nicht abgesichert. Mit Joggenhose oder was auch immer der da rumläuft. Stellt euch mal vor, die Schnürsenkel sind nicht geschnürt und einmal auf den Schnürsenkel getreten und er liegt unten. Okay, er kann sich schon noch vielleicht festhalten, aber dann wird es richtig kritisch für ihn. Ich hoffe nur, dass da mal keiner ums Leben kommt, aber ich denke, da sind schon viele ums Leben gekommen bei solchen Versuchen. Oh, fuck. Er war über den Wolken sogar. Ey, mich würde jetzt echt mal interessieren, wie der jetzt wieder da rauskommt. Ey, Freunde, mich hätte jetzt wirklich interessiert, wie der wieder da rauskommt. Jetzt mal no joke. Alter, wie rutschig ist es da oben? Ach du Scheiße, hier kann ich da nach unten sehen. Krank, krank, ey, ich kann da nicht hinsehen. Krank. Alter, wie kann man
sowas nur machen, sowas Dummes. Boah. Der andere kam gleich zur Hilfe, falls ihm was passiert ist. So muss aber auch sein, Freunde. Wenn man schon sowas macht, muss man auf jeden Fall mit ein paar anderen Leuten unterwegs sein, weil alleine hast du wirklich keinen, der dir hilft, wenn du mal in der Klemme steckst oder sonstiges. Deswegen, ach du Scheiße, sogar nackt, nur mit Unterhose. Einfach nur krank, wie Leute so etwas machen können. Okay, den Clip habe ich schon mal gesehen, bei dem anderen Teil. Den Clip kenne ich schon und den Typ vor allen Dingen auch. Der Typ ist einfach krank, der hat schon so viele Stunts gemacht, wo ich angeschaut habe. Das ist er auch wieder. Das ist er auch wieder, genau. Also der macht nur kranke Sachen, der Typ ist glaube ich der verrückteste unter allen. Also das ist wirklich krank, was der alles macht da für den Adrenalinkick. Okay, das ist jetzt glaube ich wieder ein anderer. Oder? Ich glaube doch, das ist der gleiche, nur mit ein bisschen längerer Frisur. So. Oh fuck, da kam nochmal der andere Clip. So Freunde, ich hoffe euch hat's gefallen. Mir hat's ja ein bisschen tricky Mickey, aber ansonsten, ja, war schon ein bisschen heftig, aber es gab schon heftigere Videos. Deswegen würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und checkt mal mein anderes Versuchen nicht wegzuschauen. Das war wirklich heftig. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.